Was ein Start ins Jahr, Freunde. Ein kostenloser Radical von einem echten Modding-Team. Mehr 3FX-Strecken und ein Rex. Halt, warte, falscher Rex. Den habe ich gemeint. Das und noch mehr heute in den Mods des Monats Januar. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Champion Joe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir starten direkt rein mit Mod Nummer 1. Dem Radical SR3 XXR von URD. Yes, Baby, das ist mal eine geile Mod. Zusammenarbeit von Radical und von United Racing Design. Und wenn ein echter Fahrzeughersteller sich mit einem guten Modding-Team zusammentut, dann kommt da meistens was Gutes bei rum. Und das Teil ist am Ende sogar kostenlos geworden. Ja, ihr könnt euch den einfach über Race Department runterladen. Ah, es ist ein Traum. Wir sind den schon gefahren im Stream. Das war super. Wir hatten wirklich zwei sehr, sehr tolle Rennen mit diesem Fahrzeug. Ja, der ist eine Wucht. Der ist vielleicht ein bisschen radikal, badums, auf der Hinterachse. Aber mit ein paar Handgriffen im Setup fährt er sich wirklich, wirklich toll. Anspruchsvoll, aber nicht zu schnell, dass es dann quasi ja außer Kontrolle gerät, sondern man kämpft mit dem Wagen, aber man kriegt ihn unter Kontrolle, weil halt eben Geschwindigkeit, Grip etc. dem Ganzen angepasst sind. Also das ist wirklich ein tolles Teil für geiles Racing. Hübsch ist das Teil auch noch. Also schaut euch die Bilder an. Das Modell ist ein absoluter Traum. Das sieht so knackig aus. Dazu noch die geniale Skin-Auswahl. Boah, ich sag euch, der Radical SR3 XXR von URD jetzt schon ein Anwärter auf die Mods des Jahres. Ist es ein Straßenwagen? Ist es ein Rennwagen? Nein, es ist irgendwie beides ein bisschen. Das ist der Porsche GT4 RS von MNBA. Das ist quasi der neue Cayman. Ich hatte von dem vorher noch gar nichts gehört, bis ich die Mod gefunden habe. Hatte den davor auch noch nirgendwo mal irgendwie gesehen. Aber das ist wie der Cayman, bloß in böse. Ja, der ist nochmal schneller von 0 auf 100. Der hat nochmal so ein kleines bisschen mehr PS. Und das richtig Witzige, der ist sogar nochmal leichter als der Cayman. Und MNBA, die sind ja dafür bekannt, gute oder ordentliche Straßenfahrzeugmods zu machen. Die haben auch hier wieder eine richtig schöne Version gezaubert, die man sich auf jeden Fall mal auf die Platte laden kann. Ich finde ihn vor allem visuell abgefahren gut. Auch wenn Untersteuern der stetige Begleiter ist bei dem Teil, also der untersteuert wirklich viel, habe aber auch nicht mit dem Setup rumgespielt, da kann man eventuell noch ein bisschen was machen. Und unterwegs ist der neue Porsche GT4 hier auf Long Beach, das auf einmal so knackig aussieht. Wo kommt das denn her? Was ist hier denn los? Ja, 3FX ist los. Nächste Mod, Long Beach 3FX Update von Ludwig 6666. Ja, 4x6, nicht 3x6, also alles in Ordnung. Er hat da ein paar Sachen poliert, zum Beispiel Asphalt, hat da ein bisschen an den Lichtern rumgeschraubt und natürlich in erster Linie die ganzen neuen Bäume hier gepflanzt. Also ist gut für die Umwelt, holt euch die Mod, ist ein richtiges Glow-Up. Diese Long Beach-Version, ja eine Konvertierung aus Forza 7 und sieht halt jetzt mit den neuen Bäumen wirklich Hammer aus. Vor allem die Palmen. Ah, die beiden, der Porsche und Long Beach, eine tolle Kombo. Als nächstes habe ich den 2012er Toyota GT86 Cup für euch. Den haben wir ja schon erst letztens in einem anderen Video gefahren, in einem neuen Talk and Drive, wo es um das Thema, sind langsame Autos besser für Racing ging. Wenn ihr das verpasst habt, habe ich jetzt euch oben rechts verlinkt. Solltet ihr euch anschauen. Und die Mod, die dort gefahren wurde und die jetzt auch hier zu sehen ist, die ist wirklich richtig gut geworden. Klar, das kann jetzt zum Beispiel mit dem Radical von vorhin nicht mithalten, aber VR Driving bzw. Binary Motors, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie der Modder heißt oder weil VR Driving ist die Patreon-Seite. Deswegen habe ich den Namen daher. Ist auch egal, die haben auf jeden Fall ein klasse Auto hier abgeliefert und das ist so ein richtig typisches Cup-Auto. Das hat nicht so viel PS, ist vielleicht jetzt nicht gerade der beste Kurvenräuber, aber der eignet sich perfekt für richtig tolle Zweikämpfe und für Tür-und-Tür-Racing. Am Setup kann man fast nichts einstellen, was halt diesen Wagen einfach klasse macht für diejenigen, die ja mit ihren Freunden eine kleine Liga starten wollen oder allgemein einen Wagen für Liga-Racing suchen, weil genau dafür ist der designed. Wagen ist kostenlos, könnt ihr wie gesagt auf der Patreon-Seite von VR Driving abchecken. Alle Links von allen Mods wie immer heute auch in der Videobeschreibung. Als nächstes haben wir den Rex. Nein, nicht den, sondern den.
Habt ihr gemerkt, was ich dachte? Na, egal. Das ist die doofe T-Rex-Mod, die auf Social Media in der letzten Woche durch die Decke ging. Haben sich tatsächlich einige gewünscht bei uns auf Discord, dass die Mod in den Mods des Monats mit drin ist. Sonst hätte ich die gar nicht mit reingenommen, weil das ist halt keine gute Fahrzeugmod. Ich frage mich auch, warum T-Rex ein Turbo braucht. Aber sei es drum. Ja, ich habe euch jetzt mal den Link zum Download und den Link zum Discord-Server von LSG Shingen unten mal reingepackt. Da gibt's auch noch mehr verrückten Content. Kamehameha und so. Okay, jetzt aber dann wirklich der Rex. Oder eher das Reiter Engineering Pack von Champflummi. Max hat nämlich seine nächsten beiden hochqualitativen GT3 Mods rausgehauen, die beide zufällig von Reiter Engineering sind. Und zwar haben wir hier einmal den dicken, den Camaro GT und den Lamborghini Gallardo Rex. Und die sind beide natürlich wieder gelungen, wobei ich sagen muss, der dicke, ja, der entzieht sich so ein bisschen meinem Charme. Also, ja, hat sich natürlich einiges getan im Vergleich zur ersten Version von Champflummi. Der neue ist jetzt schon nochmal eine ganze Ecke hübscher, aber ja, mir sagt der Wagen nicht ganz so zu wie jetzt zum Beispiel der Rex. Den finde ich eine ganze Ecke besser, der sieht klasse aus, der klingt toll und der fährt sich tatsächlich auch gut. Lasst euch da nicht täuschen von der KI, die hier ein bisschen den Lowrider spielt und ein bisschen arg viel im Hüpfen ist wegen der weichen Federung. Keine Ahnung, warum das so krass im Replay dargestellt wird. Aber beide Fahrzeuge wirklich top, top, top klasse. Nächster Geniestreich von Max und zwei Must-Have-Mods, die ihr euch auf jeden Fall runterladen müsst. Ach ja, und alle Aufnahmen vom Rex wurden hier auf Monza mit TreeFX gedreht. Sieht Hammer aus, oder? Mod kommt von Johannes Steiger, ist ebenfalls für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Aber wenn wir sowieso gerade beim Must-Have-Mods sind, wenn du wissen willst, was die besten Mods aus 2022 waren, dann schau dir mal das Video hier an. Da habe ich meine Top 10 in einer besten Liste für euch zusammengestellt. Aber das war's dann schon wieder für heute. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und denkt immer daran, ihr seid alle Champions. Ciao.